Hallo Natascha, grüß Hallo dich. Lenny. Hallo Buddy. Ich kenne das ja, weil ich war ja hier vor 2 Wochen bei euch. Genau. Und jetzt wollte ich mal heute mal gerade nachfragen, weil ich ja sowieso hier im Stall bin und habe ein anderes Pferd behandelt heute. Wie geht's dem Buddy jetzt seit meiner Behandlung? Erzähl mal über den, über dich. Wie lange hast du den? Wo hast du den her? Dass die Leute mal ein bisschen über den erfährt und über das, was er fährt. Ja, also Buddy wird dieses Jahr im August 18, Ja. also und zwar im August, weil er Australier ist. Ah, okay. Genau, also in Australien geboren und wurde dann dreijährig nach Hongkong exportiert oder Ja. importiert oder wie Ja. auch immer man es nennen mag. Ja. Mein Mann war ja früher Berufsrennreiter und wir hatten die Ehre und durften ein paar Jahre in Hongkong gemeinsam verbringen. Ja, schön. Deswegen kennen Interessant, ja. Ja, deswegen kennen Buddy und ich uns auch. Also wir wurden dort verkuppelt. Buddy war leider nie schnell genug. Also er ist 15 Rennen gelaufen und war nur einmal platziert. Okay. Deswegen hat man den ganz knapp fünfjährig, also er war noch nicht mal fünf, retired. Ja, okay. Und der Hongkong Jockey Club hat ja ein richtig tolles Retraining-Programm. Ja. Und der kam frisch aus dem Rennstall. Meine Freundin Ines, die auch Deutsche ist, hat damals die Ex-Rennpferde gemanagt. Ja, super. Und die kannte auch meinen Mann. Und daher kam die Anfrage, weil Buddy nicht so ganz einfach war und sie Ja. gerne jemanden gehabt hätte, der schon mal Rennpferde geritten hat. Ja, klar. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir ein Paar. Also das war 2012. Also jetzt 12 Jahre mittlerweile schon. Also Genau. du hast ihn dann von Hongkong mit nach, wo hast du ihn erstmal hingeflogen? Nach, Nach Tirol tatsächlich. Also ja. er ist bis Amsterdam geflogen Oh, und kleine Weltreise. der Günther Ja. Schmidt hat ihn mir damals nach Tirol gebracht. Ah, super. Und dann ist er knapp ein Jahr bei mir zu Hause, also wir kommen aus Österreich, bei mir zu Hause gestanden und ich habe hier in dem Stall lange auf eine Box gewartet. Ja. Und ja, der ist hier eingezogen 2017 im Ja, wir Februar. sind jetzt in Pulheim in der Nähe von Köln, ne? Ja, genau, Ja, genau. richtig. Wie heißt der Stall, wo du jetzt stehst mit dem? Das ist Reitstall Gut Pletschmüller. Ja, okay, Ja, und gut. war definitiv meine erste Wahl. Ja, super. Also wir haben hier, das Warten hat sich definitiv gelohnt. Ja, Also das hört man gern. er wohnt schon sehr gut hier und fühlt sich auch sehr wohl. Sieht man ja auch, ne? Der ist Ja, ganz entspannt, ja. Sehr tiefenentspannt. gut. Ja gut, also der hat ja auch eine gute Erinnerung an dich. Ja, Definitiv. genau. Also Ja, der. erzähl mal gerade die Zuschauer so, du hast mich ja vor 2 Wochen drum gebeten zu kommen. Ich mag ja auch dein Mann Andreas Suberitz, ist ja, war früher Profi-Jockey-Kollege von mir und trainiert seit 7 Jahren jetzt als Genau, Profi-Trainer richtig. von Galopprennpferden. Da bin ich ja auch schon 3/4 Jahr aktiv. Und deswegen hast du ja dann mich auch darum gebeten, mal den zu behandeln. Und erzähl mal gerade, was war damals, dass die Zuschauer das jetzt auch dann gerade erklärt bekommen? Genau, also vielleicht von vorne, Buddy ist jetzt Dressurpferd Ja. und wird ab und zu auch von meinem Mann gesprungen, das kommen wir später noch ganz kurz. Ja. Ja, ne, also gerade so mit der ganzen Arbeit ist es schon so, dass der regelmäßig Betreuung auch bräuchte. Ja. Dann haben wir natürlich auch, das Ex-Rennpferd bleibt immer da, ne? Ja, das ist Und klar. deswegen auch meine bevorzugte Art und Weise bei dir als Physio, weil auch die Vorgeschichte bei dir zum Rennsport einfach gegeben ist Ja. und ohne jetzt irgendjemanden beleidigen zu wollen, aber ich glaube, man guckt im Rennsport noch mal auf ganz andere Dinge Ja. und Man muss er Vollblüter kennen. Ich meine, ich mag ja genau. alle Pferde. Ich habe auch viel Turnierpferde. Ich mag auch Trabrennpferde, Ja. Freizeitpferde, Stettis. Ich mag alles. Aber wie du gerade so jetzt erwähnst, Vollblüter, da muss man schon Kenntnis damit haben, weil das ist ein anderes Pferd als ein Kaltblüter zum Beispiel. Ja. Und das Know-how habe ich natürlich, weil ich ja schon 36 Jahre im Rennsport professionell und beruflich Genau. aktiv bin. Ne? Ja. Und auch nach wie vor, ne, das sind keine gezüchteten Dressurpferde. Nein. Also der läuft super Dressur, Ja. der springt ganz toll, Hast du aber aber umschulen müssen, ne? Die letzten 12 Jahre. ja. Und gerade die Muskulatur verändert sich. Und Ja. deswegen muss man immer gucken, dass die auch fit bleiben und Ja. dass die weiterhin Spaß haben. Ja. Und deswegen regelmäßige Physio ist Ja. einfach unabdingbar. Genau.
Und ja, wenn man dann noch jemanden hat, der auch weiß, worauf er beim Blüter gucken muss, Ja, weil genau. das bleibt da den Rest seines Lebens. Ja. Das Rennpferd kommt auch manchmal noch durch. Ist klar. Ist ja auch ein Vollblüter, ist ja ganz natürlich. Genau. Ja. Ja, und seine Probleme war vor 2 Wochen, wo ich kam, kannst du ja gerade sagen, vorwärts, abwärts reiten. Ich glaube, nach Rex war nicht alles so, wie du gerne das haben wolltest. Genau, also die Rechtsbiegung, Stellung, also es hat nur irgendwie funktioniert, aber er ging auch immer ein bisschen gegen den Schenkel und man hat gemerkt, irgendwo hakt's. Also er konnte sich nicht richtig biegen, er hat sich Ja. auch in der Rippe nicht richtig hohl gemacht Ja. und lief immer mehr oder weniger gerade in die Ecke. Ja. Und ja, das ist jetzt seit deiner Behandlung tatsächlich ist 101. Ja, das Also freut mich. Wir haben ich. ja auch ein paar Blockaden gelöst. Vor Ja. allem Schulter war fest, Brustbein war blockiert. Der hatte auch ISG aufgrund seiner Entlastung hinten. Ich erinnere mich auch dran bei der Aspektion, was ich ja immer vor und nach der Behandlung mache. Der Rückwärtsschritt war gar nicht gut. Der ist richtig mit die Hufe über den Boden geschliffen. Ja, Und definitiv. danach, wo Genau. das gelöst wurde, hat er schön die Hufe gehoben. Und Ja. ja, du reitest ihn jetzt natürlich seit 2 Wochen und dein Mann hat ihn heute geritten. Und erzähl mal gerade jetzt den Unterschied zu damals. Ja, also er hat ja einen Tag nach deiner Behandlung die wohlverdiente Pause gekriegt. Was er Also auch haben da, soll, ja. genau, Das also sage ich wir auch waren immer. dann nur Schritt spazieren und dann habe ich den Tag lang longiert und ich konnte an der Longe schon sehen, also ich longiere den nur im Halfter, weil ich bin kein Profi-Longierer mit Ja, Kurzarm und so weiter. ja. Ich binde die auch nicht aus und der hat sich so schön in Position gebracht und Super. kam super mit dem Rücken hoch. Die Super. Schulter war frei, der Motor von hinten hat funktioniert. Dann dachte ich mir so, Ja. ja, okay, wir gucken mal beim Reiten. Ja, klar. Du Und hast der, auch 5 Tage gewartet, bis ich von dir ein Feedback bekam, weil du genau. wolltest jetzt erst mal gucken von Tag zu Tag, ob das wirklich nur ein Tag oder zwei nach der Behandlung war, aber Genau. dann hast du dich nach 5 Tagen gemeldet. Ja. Und also es ist ein Unterschied von 100 zu 1. Also es ist einfach, der läuft viel besser vorwärts, abwärts, weil das war auch so ein Thema, dass der immer mal wieder, wenn ich den angenommen habe, immer mal wieder so ein bisschen sich weggedrückt hat. Ja. Und jetzt kippt der schön vorwärts, abwärts, so richtig aus dem Widerrist heraus. Er löst sich. Ja. Und auch meine Reitbeteiligung, die sagte auch zu mir, also was ist mit Buddy los? Ja, Das super. funktioniert alles viel besser. Und auf einmal läuft er auch bei mir so richtig schön Ja, vorwärts, super. abwärts Ja. und wölbt den Rücken hoch. Ja, und Gut. heute saß Andreas dann zum ersten Mal drauf, Seit der Behandlung wieder, seit der ja. Behandlung und hat den auch gesprungen. Ja, super. Und ja, gut, da ist ein bisschen heiß beim Springen, aber das Ja. darf auch so. Ja, klar. Ist ja Und schön, wenn der Mumm hat und Lust hat, auf dem Springen zu so gehen. ja. Ist ja gut, ja. Ja, bis zu einem gewissen, Ja. ja, bis zu einem gewissen Grad ist es ganz Ja, nett, aber genau. ja, gut, da sitzt ja der Profi drauf und der hat Genau, kein Thema mit. ja. Und auch der, also nochmal, so bist kein Dressurreiter, aber trotzdem, der sagt ja auch, wie der schwingt beim Leichtraben, der hat den so aus dem Sattel katapultiert, Ja. der konnte den fast im Leichtraben nicht mehr sitzen. Ah, Und super. sagte so, ach, geht das bei meinem Rennpferden auch so? Ich sag, Ja, ja. gut. Ja. Nee, so bin ich auch sehr zufrieden mit dem, was ich bei ihm im Stall mache. Ja, Deswegen absolut. bin ich ja auch alle 2 Wochen da für ein paar Tage. Ja. Ich habe ja einen großen Stall mit ungefähr 70 Rennpferden und Genau. funktioniert sehr, sehr gut. Und Ja. bin ja auch sehr stolz und froh drüber natürlich, dass es gut anschlägt, was ich mache und dass es so immer wieder kommen darf Ja. und jetzt auch den Body weiter behandeln darf. Ja, unbedingt. Super. Also Buddy wartet schon wieder und Ja, freut gut. sich schon wieder auf die nächste Behandlung, Ja, ne? ich hoffe, dass es lange anhält. Das ist in der Sache. Wenn ich nichts höre, ist gut. Ja. Wenn es wiederkommen soll, ist auch gut, weil das, was ich vorher gemacht habe, ja gut ankam. Aber ich hoffe, es dauert lange, bis du dich wieder meldet. Ja. Und wie gesagt, ich habe schon Pferde behandelt 2, 3 Mal und dann 4, 5 Monate brauche ich nicht mehr kommen, Ja. wie es sein soll. Ja. Ja, ne, super. Ja, gut, wie gesagt, ich wollte mal gerade vorbeischauen bei ihm und bei dir, weil ich ein anderes Pferd ja Vielen sowieso Dank. gemacht habe heute. Freuen wir uns Und immer. auch gerade jetzt für die Zuschauer, die jetzt auch meinen Kanal folgen. Und ja, vielen Dank Ja, dafür, danke. dass die auch da jetzt gerade ein Feedback von erfahrenen Reitern wie dir und deinem Mann jetzt auch bekommen, wie Ja. jetzt die Veränderung meine Behandlungen beim Pferd wirklich angeschlagen hat. Ja, und danke Super. dir. Dann Echt wünsche ich euch super. auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und Dir grüß den auch. Andreas von mir und Mach du ich. meldest dich, wenn es wieder kommen soll.
Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder kommen darf. Sehr gerne. Gut, vielen Dank, Natascha. Vielen Dank, Lenny. Dann euch viel Spaß beim Trainieren und bleibt gesund. Danke. Ne? Gut. Bis bald. Ja, tschüss. Süß, ne?